Heute möchte ich mit euch den Sound von Major Tom auf dem Nord Stage basteln. Und zwar habe ich mir dafür, zeige ich euch gleich alles am Rechner, ein Sample fertig gemacht, also mehrere Samples, und möchte gerne den internen Arpeggiator vom Nord benutzen. Das heißt, das Riff müsst ihr nicht selber spielen, ihr könnt Tasten drücken und es ist tempoabhängig. Also es ist kein vollständiges Sample. Und das, obwohl der Nord Stage nur einen einfachen Up-Down-Random-Hoch-Runter Arpeggiator hat. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie dieser Sound funktioniert, und zwar sind da ein paar Spielereien-Tricks zu beachten, die ich euch gleich auch noch mal am Sample Editor genau zeige. Und zwar hat der Nord Stage 3 ja nur einen in Anführungsstrichen normalen Arpeggiator. Der kann hoch, der kann runter, der kann hoch und runter, und ich glaube, der kann auch noch durcheinander. Also da kann man nicht wirklich viel machen. Was habe ich jetzt hier gemacht? Mit diesen vier Tasten läuft das Riff. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier das E, das A, das tiefe D, das hohe D, das C und das H. Und dann hier oben in dem Bereich eine Orgel mit einem Voicepad. Und der Trick an dieser Sache ist, dass ich Samples benutzt habe. Also dieser Sound ist ein Sample. Und da habe ich einfach die Möglichkeit des Arpeggiators benutzt, wie ihr hier seht, und zwar hier oben, dass der über vier Oktaven läuft. Also wir haben hier Run, Keyboard Sync, das Tempo und vier Oktaven. Und jetzt habe ich quasi hier, das Riff besteht aus 16 Tönen. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4. 4. Das kann ich jetzt nicht spielen, weil ich das gesplittet habe. Zeige ich euch aber jetzt gleich nochmal am Rechner. Ich habe also quasi die 16 Töne, die 32 Töne, die ich, die 16 Töne, die ich brauche, einfach auf die vier Oktaven C, Cis, D, Dis verteilt und lasse den Arpeggiator einfach hochlaufen über vier Oktaven. So, dann haben wir hier unten noch, da haben wir nicht so. Das Raketensample funktioniert jetzt natürlich nicht, weil der Nord Stage einfach nur zwei Synth-Sektionen hat. Dann hätte ich also auch diesen Sound hier samplen müssen, dann könnte man die Rakete machen. Ich kann also auf der einen Synth-Sektion habe ich diesen ganzen Bass-Synth-Kram, und auf der anderen Sektion habe ich halt den hohen H, also den Voice-Sound. Und heute mal ohne Bildschirmaufnahme zeige ich euch jetzt einfach mal hier, wie das hier gemacht worden ist. Und zwar habe ich hier 1, 2, 3, 4 die ersten vier Töne, dann hier 5, 6, 7, 8 die zweiten, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und da eben jeweils in der Reihenfolge die Töne, wie das Riff wirklich kommt. Also das habe ich gesampelt, die Einzeltöne, beziehungsweise erzeugt in Logic und dann da reingeladen. Und hier das Gleiche auf dem E. Über die nächsten vier Oktaven habe ich das E liegen. Hier habe ich das A liegen über die nächsten vier Oktaven. Und dann läuft der Synth einfach nach oben. Da liegt jetzt aber immer das Gleiche drauf, damit wir diesen gleichmäßigen Achtelrhythmus haben. Ja, den Sound gibt es dann auch ab jetzt im Shop zu kaufen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß damit.